In diesem Video schauen wir uns den VPN-Anbieter Windscribe VPN mal genauer an. Als erstes habe ich mir die Geschwindigkeit angeschaut, habe eine 100 Mbit-Leitung getestet und davon habe ich 93 Mbit mit VPN bekommen. Das ist also noch im 10%-Bereich, das ist also völlig in Ordnung. Und bei der Latenz sieht es ähnlich gut aus, da habe ich nur 8 Millisekunden verloren. Das ist wirklich ein Spitzenwert. Kommen wir zu den Funktionen. Auch hier kann Windscribe punkten. Es wird eine Verbindung auf Port TCP 443 unterstützt. Es gibt einen SSL-Tunnel. OpenVPN wird unterstützt, es wird eine eigene Software ausgeliefert unter Windows, die hat auch einen Leak-Schutz und einen Kill-Switch. Was nicht geht, leider, ist die Port-Weiterleitung, das bieten nur wenige Konkurrenten aber auch an. Und der Dienst bietet Server in mehr als 45 Ländern an. Und wie man hier im Screenshot sieht, kann man auch OpenVPN-Config-Files fürs Android zum Beispiel generieren. Ja, kommen wir zur Sicherheit. OpenVPN wird unterstützt, es gibt keinen IP-Leak, es gibt wie gesagt einen Kill-Switch. S-Tunnel gibt es auch, also diese SSL-Verbindung. Das nennt sich dort dann Stealth-Mode in der Software und die IP wird nicht gelockt. Für die technisch Interessierten kann man unten sich nochmal die Verschlüsselungsparameter genauer anschauen. Kommen wir zum Support, es gibt einen Blog, da wird man über Software-Updates auf dem Laufenden gehalten. Es gibt dort auch den Changelog von der Software, das finde ich ganz nett. Es gibt Anleitungen, eine FAQ und ein Ticketsystem und wenn ich Fragen hatte, habe ich auch immer Antworten bekommen. Kommen wir zu den Preisen. Es gibt ein kostenloses Paket, das ist etwas abgespeckt, da hat man 10 GB zur Verfügung und kann sich in 8 Länder verbinden. Das Bezahlpaket ist natürlich deutlich komfortabler. Dort kann man eine unlimitierte Anzahl von Geräten verbinden. Man hat Zugriff auf über 45 Länder, zahlt allerdings auch 90 Dollar im Jahr, was für ein VPN schon ein relativ hoher Preis ist. Aber es gab ja auch wenig zu meckern. Die Gesamtwertung findet ihr wie immer in meinem Blog, Link in der Videobeschreibung.